Genau, unser erster Gast, der heute da ist, Sabine Spätlin. Was bedeutet für dich der Begriff Podcast? Podcast bedeutet für mich, es ist ein tolles Medium, um Sprache voranzubringen, um verschiedene Formate in einem Tonformat an eine bestimmte Zielgruppe zu bringen. Ich glaube, 2017 hat es angefangen, so richtig einen Hype zu bekommen. Und ja, von daher, ich finde es ein super Medium, um schnell seine Zielgruppe mit zielgruppenrelevanten Themen im besten Fall zu erreichen. Oft ist es ja auch so, dass Podcasts, also viele machen ja auch DJ-Mixes mittlerweile und sagen, okay, das ist mein Podcast. Wie ist da so deine Meinung dazu? Ich finde das super. Also jeder darf ja seinen Kanal finden, der für ihn oder sie am besten ist. Und ich höre da auch immer gerne rein. Mhm. Du hast ja selber einen Podcast, Techno and Travel Stories. Kannst du mal ganz kurz umreißen, um was es da geht und wo das Ganze herkam? Also der Podcast gehört zu meinem Online-Magazin Tunes and Wings. Das gibt es seit 2016. Was ich damit mache, ist, ich schreibe im Endeffekt Reiseführer für Liebhaber der elektronischen Musik. Und der Podcast, ich habe schon seit 2016 Reiseartikel geschrieben für Destinationen, in die die Zielgruppe gerne reist, also Leute, die gerne feiern gehen, die gerne auf Festivals gehen und die gerne, wenn sie reisen, auch mit diesen Themen in Kontakt treten. Und 2018 war es dann, ich habe früher schon immer Videos gedreht, Monolink, Stimming sind die zwei einzigen Interviews, die noch als Videoformat stattgefunden haben. Und dann dachte ich mir einfach, ich möchte die Taktung gerne erhöhen und einfach längere Interviews führen. Und mit Video kannst du meistens eine Aufmerksamkeitsspanne von 5 Minuten erreichen und dann ist schon vorbei. Und ich finde Podcast einfach ein sehr cooles Medium, das man als Konsument nebenbei hören kann, dass man morgens im Bad, auf dem Weg zur Arbeit, wie auch immer, zwischendurch sich ruhig mal eine halbe Stunde sich dann auch anhören kann, diesen Podcast. Und deshalb habe ich dann einfach dieses Interviewformat auf Podcast geswitcht. Das war 2018. Und seitdem mache ich das, ja. Hörst du selber viele Podcasts? Ja, viel. Also viel auch tatsächlich Business und so, Persönlichkeitsentwicklung oder verschiedene Themen. Mittlerweile hat ja auch, weiß ich nicht, mindestens 5 Bekannte von einem einen Podcast. Das stimmt, vor allem hier in Berlin ist das eine, ist das eine ganz gängige Sache. Ja, man trifft sehr häufig Leute und sagen, ja, was machst du? Ja, ich habe auch einen Podcast. Und also das, ich finde persönlich auch, das ist eine gute Sache, um sich auch mitzuteilen und die Themen, die einem selber interessieren, eben der Welt kundzutun. Und wenn es Anhänger und Hörer auch gibt, die das feiern, dann kann man das ja auch dann immer noch weiter nutzen, was du ja eben auch gemacht hast. Du hast ja angefangen in journalistischer Richtung hast du begonnen. Wie kam denn eigentlich dein Interesse zur elektronischen Musik zustande? Also ich bin ja auch im Frankenland groß geworden und habe da, als ich 16 war, in Metalband gespielt. Also Musik war schon immer irgendwie mein Steckenpferd und fand ich richtig cool. Was war da so deine Rolle in der Metalband? E-Gitarre und Gesang. Ah, okay. Spielst du immer noch? Nein. Gibt es da Aufzeichnungen davon? Wo finden wir diese Aufzeichnungen? Ich werde euch nicht als Facebook-Freunde annehmen. Ich werde es euch nicht zeigen. Ja, die gibt es, aber ich habe irgendwann für mich entschieden, es gibt Leute, die sind mehr Künstler, als ich es bin und die sind da irgendwie, haben eine größere Passion als ich dafür. Trotzdem ist Musik meine absolute Passion und ich bin voll gerne in dieser Szene unterwegs und ich habe voll gerne mit Künstlern zu tun, aber eher als Interviewer oder als Person, die dann diese Kunst für andere darstellt oder zugänglich macht, aber nicht selbst als Künstler. Genau, und dann, ich bin mit 18 nach München gezogen, das war 2008, bin ich nach München gezogen und bin da dann so peu à peu in diese elektronische Musikszene reingekommen. Ich habe da dann auch 10 Jahre gewohnt und
weiß ich nicht, also diese Szene fühlt sich für mich als mein Zuhause an und man sagt immer, oh, München hat ja jetzt nicht so viel zu bieten, was elektronische Musik angeht, aber das stimmt überhaupt nicht. Es gibt so geile Clubs, die natürlich gerade alle nicht offen haben, aber früher Bob Beeman, MMA hat jetzt leider alles geschlossen, aber jetzt Blitz, absolut top Soundsystem, aber auch kleinere Geschichten oder Bahnwärter Thiel. Und die Szene ist auf jeden Fall vorhanden und ist völlig unterschätzt. Ja, und da bin ich da so reingekommen und bin dann wirklich jedes Wochenende unterwegs. Kannst du dich noch an deine erste Party erinnern, wo du zum auf Elektro feiern warst? Boah, ich glaube, das war, jetzt oute ich mich, ne? Das war in Nürnberg, habe ich vorhin schon erzählt. Ah. Disco Boys. Disco Boys? Ja, im Hirsch hast du gesagt, Im Hirsch, genau. Im Hirsch, ja. Ah, Disco Boys, die machen, liebe ich. Also Disco Boys ist richtig gut, Disco Boys ist richtig gut. Damals dieses I Came For You war richtig. Ja. I Came For You. Genau, ja. Das ist Hammer. Und dann man sagt ja oft, man kommt so ein bisschen von dieser Ecke in die elektronische Musik und dann war ich oft im Paschal in München und so, bis ich dann wirklich so noch ein bisschen tiefer in die Szene reingekommen bin und auch, ja, entweder... Damals war es ja auch Deep House ist dann so aufgekommen und so. Deep ja. House, Future House, das war da so gerade richtig am Start. Der Tech House kam dann ja, genau. auch richtig groß raus. Wie kam es dann, dass du wirklich davon feiern und diese als Teilnehmer der Musik den Umschwung gemacht hast, dass du jetzt in die journalistische Richtung gehst, dass du sagst, okay, ich möchte da mehr in dieser Richtung machen. Wie kam dieser Gedanke zustande? Damals mein bester Freund, der auch den Berlin Travel Guide designt hat, hatte die Idee, ein Online-Magazin namens Easy Writers zu machen. Und ich habe damals Marketing-Kommunikation studiert und fand es immer spannend, Leute zu interviewen, die Geschichten, die Motivation hinter Leuten, irgendwie den Antreiber zu erfragen, mich mit diesen Leuten zu unterhalten. Und wir haben damals das Interviewformat High Five, Videoformat war das, ins Leben gerufen. 5 Minuten, 5 Fragen, am Ende High Five. Und haben da wirklich durch die Bank von Hip-Hop-Künstlern über, vorhin ja schon erzählt, Karl Cox war dabei, Oliver Kolecki das erste Mal, Endtim, und haben da wirklich dann immer die ganzen Künstler querbeet über sämtliche Themen interviewt. Und 2016 bin ich dann eben, habe meine beiden Passionen, Musik und Reisen, verbunden und habe dann Tunes and Wings gegründet, wo ich dann wiederum das Interviewformat in Form des Podcasts gemacht habe. Und bei Tunes and Wings bist du da alleine? Machst du komplett die Schriften drum und dran? Machst du das alles alleine? Ja, genau. Also ab und zu gibt es mal Gastautoren oder ich hatte auch mal eine Zeit lang Reviews, immer Fresh Monday Tune hieß das. Das hat dann ein Gastautor geschrieben, aber aktuell mache ich es alleine, ja. Ist es dann auch deine Berufung, dein Job? Also wenn nicht gerade Pandemie ist, mache ich auch noch Artist Management. Ah ja. Und, stimmt, da hatten wir im Vorgespräch auch, anscheinend hatten wir ja schon mal in der Vergangenheit Kontakt. Genau. Ja, genau. Ja. Und arbeite auch für Festivals, Social Media für DJs und so weiter, PR. Ja. Also rund um die elektronische Musikbranche bist du in ganz vielen Touchpoints bist du integriert. Genau. Aber ich meine, bevor du in diese elektronische Musikszene eingestiegen bist, auch beruflich. Du hast ja irgendwo gestartet, auch als Bankkauffrau bei der Sparkasse Nürnberg. Ja. Ah ja. Ah, nice. Ich wollte Marketing und Events war schon immer was mir mega gut gefallen hat. Ich bin dann nach München, habe in einer Eventagentur gearbeitet, habe dann noch das Studium gemacht, habe dann immer irgendwie Marketing und Event gearbeitet, Kommunikation. Und ja, genau. Was war am Ende dann der Grund von München wegzugehen und nach Berlin? Das weiß ich irgendwie gar nicht mehr so wirklich. Also ich habe mich total wohl gefühlt in München, aber ich wusste, wenn ich jetzt wirklich beruflich durchstarten will, wird es in München ein bisschen schwierig, weil ich war damals auf B2B aus, viele Brands sagen natürlich Techno, alles klar, ciao. Mhm. Ja?
Und mein Freund ist damals nach Berlin gezogen. Da dachte ich mir, okay, was hast du zu verlieren? Du hast weder Kind noch Haus. Machst es einfach und wenn es dir nicht gefällt, ziehst du halt wieder zurück. Ja, so ist es gekommen vor knapp 3 Jahren. Okay, und immer noch zufrieden? Ich habe jetzt den, also normalerweise, ich bin ja immer mega viel unterwegs. Entweder, weil ich meinen Freund auf Gigs begleite oder weil ich im Reiseführer schreibe. Und diesen Sommer war das erste Mal, wo wir Corona-bedingt in Berlin waren und ich habe mich nie so wirklich zu Hause gefühlt und dieser Sommer war wirklich der erste, wo ich jetzt sagen kann, Berlin fühlt sich nach zu Hause an. Mhm. Was übrigens auch voll viele DJs gesagt haben, als ich sie zu dem Berlin-Reiseführer interviewt habe, dass es so schön ist, dass ganz viele Freunde sie jetzt auch mal zum Grillen oder so einladen, weil normalerweise sind die im Sommer ja auch ständig auf Festivals unterwegs. Das stimmt. So als DJ, ich meine, man trifft die Leute, man hat ja so seine DJ-Freunde, aber die trifft man nie zu Hause, sondern die trifft man immer an den allerentlegensten Orten und in den komischen Backstages, wo man unterwegs ist. Du hast auch gesagt, du reist mit deinem Freund viel rum, also er ist auch DJ. Hast du mal so eine ganz interessante Backstage-Story? Was war denn so der skurrilste Ort eines Backstage-Raumes? Ich sag keinen Namen, aber es gab einen DJ, den ich interviewt hatte, damals noch für Easy Riders, der so hackedicht war, dass wir das Interview kurzzeitig unterbrechen mussten, weil er sich übergeben musste. Okay. er irgendwann dann, keine Ahnung, mich ständig angemacht hatte während des Interviews, was ich gar nicht cool fand. Und wir es trotzdem ausgestrahlt hatten, weil wir gesagt haben, ganz ehrlich Leute, wir machen das hier for free, wir haben uns gerade den Arsch aufgerissen, wir kommen mitten in der Nacht hierher, führen das Interview, haben uns vorbereitet. Mhm. Wenn du dein Leben nicht auf die Kette kriegst, können wir nichts dafür. Ja, 2 Tage später kam der Anruf vom Management, sofort das Interview runternehmen. Okay. Ich meine, wenn du jetzt auch durch diese ganzen Stories und durch die ganzen Reiseführer und durch die ganzen Städte, was würdest du sagen, wenn du jetzt vor der Person hast, das sind die Top 3 der Städte, wo du Party machen kannst. Das sind meine absoluten Favorites. Sind wirklich Destinationen, die man vielleicht so nicht auf dem Schirm hat. Ich habe Osteuropa kennen und lieben gelernt, letzten Sommer und vorletzten Sommer. Da gibt es so coole Destinationen. Ich liebe es einfach, mich in die Szenen dann so reinzufuchsen und wirklich mit den Leuten zu sprechen und versucht dann herauszufinden, was sind die Cafés, wo die hingehen, wo trifft man sich, so einfach um dieses Zugehörigkeitsgefühl in dieser Szene zu bekommen. Mhm. Und das hatte ich in Skopje. Mhm. Mit denen nice. Habe ich auch heute noch Kontakt. Das sind alles so nette, coole Leute einfach. Das war völlig, ich bin dahin mit Electronic Beats letztes Jahr im Januar. Und durch Zufall, ich saß in einem Café, habe natürlich vorher ein bisschen was recherchiert, was ich alles aufnehmen möchte, saß in einem Café und dann hat sie mich angesprochen. Mädels ist eh cool, wenn man alleine reist, man wird immer angesprochen und dann kommt eins zum anderen. Und dann hat sie gemeint, hey, mein bester Kumpel ist DJ, der hat hier so die Szene mit aufgebaut, der ist schon seit 30 Jahren aktiv, der wohnt hier um die Ecke, soll ich den schnell anrufen? Und dann war ich halt einfach den kompletten Nachmittag mit dem unterwegs und er hat mir sämtliche Spots in der Stadt gezeigt, hat mich Leuten vorgestellt, mir die Clubs irgendwie gezeigt und das mag ich halt voll gerne. Was Ähnliches ist mir in New York passiert, da war ich auch alleine unterwegs. Also Skopje, New York und, boah, was würde ich noch sagen? Das ist echt schwierig. Top 3. München. Weißt du, in wie vielen Städten du bisher schon warst? Boah, Anfang des Jahres notiere ich mir das immer. In wie vielen Städten oder Ländern? Boah, keine Ahnung. Bestimmt. Also ich glaube, es gibt Reiseführer auf Tunes and Wings von über 20 Städten. Wow, krass. Jetzt dreht sich ja der Travel Guide, Berlin Travel Guide um Berlin.
Da hast du ja auch ganz viele Künstler interviewt und ich habe mir das Buch jetzt auch mal angeguckt. Da würde ich jetzt mal gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, weil ich finde einfach dieses grafische Design richtig geil. Ja. Und dazu eine Frage, die Bilder, die da drin sind, hast du die selber gemacht oder hast du die machen lassen oder wie kam es zu den Bildern? Hast du jeden einzelnen Ort selber aufgesucht oder? Nee, also ich habe tatsächlich die Künstler angefragt, ob sie Bock haben, da dabei zu sein und ihre Tipps zu verraten und habe dann jeweils die Locations kontaktiert und die haben mir dann ihre Fotos geschickt. Hätte ich jetzt machen können, irgendwie in jede Location zu gehen, aber A, hat es da am Budget gefehlt und B, war während Corona sowieso fast alles geschlossen. Sprich, ja, hätte es den Reiseführer aktuell so nicht gegeben, aber für die Zukunft ist es auf jeden Fall was ich mir vorstellen kann, die Fotos dann mal zu machen. Also ich blätter gerade hier mal so durch, also du bist auf jeden Fall sehr kulinarisch unterwegs. Hast du ein absolutes Lieblingsessen eigentlich? Wenn ich das so sehe hier sind ja super viele coole Sachen dabei. Ja, Pasta auf jeden Fall. Pasta. Sämtlichen Variationen. Sämtliche Variationen. Und wenn man Pasta in Berlin liebt, sollte man zu Mani Pasta gehen. Die sind entweder in der Markthalle 9 mit einem Stand oder in der Reichenberger Straße haben sie, glaube ich, vor einem Monat ein Restaurant eröffnet. Mm. Mega cool. Also grundsätzlich nochmal zu dem Konzept des Buches. Mhm. Das sind 9 Künstler, 9 DJs aus Berlin, unter anderem Oliver Kolecki, Entim, Britta Arnold, Matt Motor Michael, Jan Blomqvist. Und die habe ich nach ihren Lieblingsspots in der Stadt gefragt. Und es gibt verschiedene Kategorien. Einmal Essen, Trinken, Schlafen, Shoppen, Discover und Explore. Ah, okay. Und Discover ist zum Beispiel, Jan Blomqvist hat so einen total coolen Spaziergang durch die Stadt, wo man im Endeffekt alle Sehenswürdigkeiten abgrast. Mhm. Sowas hat er damit reingenommen. Oder Explore ist dann, ich liebe halt dieses ganzheitliche Erleben von Musik und da sind dann zum Beispiel irgendwelche Kollektive dabei, die, oder Eva Katzor, die Breathwork in Verbindung mit elektronischer Musik, sprich du atmest dann im Takt der Musik, die macht es zusammen mit Britta Arnold zum Beispiel, Nico Stojan, solche Geschichten. Also wenn du jetzt dann, das ist jetzt dann von 9 Künstlern, kann es dann auch sein, dass du dann sagst, hey, in den nächsten Jahr suche ich mir wieder einen neuen Künstler und die erzählen dann wieder über Berlin? Also gibt es auch öfters mehrere Reiseführer für... Genau, also das ist jetzt der erste Reiseführer in gedruckter Version. Ah, okay. Bisher hatte ich die nur online. Genau, ja. Genau, und das ist jetzt die erste Edition. Es ist gerade schon, ich arbeite am München Guide aktuell. Mhm. Eigentlich war auch noch, ich wollte mit Ibiza starten, weil ich da letzten Winter verbracht hatte. Hatte da schon angefangen, aber wer kauft gerade den Reiseführer von Ibiza? Niemand. Ja, das stimmt, ja, das stimmt wohl, ja. Ja, genau. Und ansonsten Portugal ist noch in Planung, so das sind noch die Destinationen. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, von Berlin eine zweite Edition zu machen mit anderen Künstlern. Was ist dann so die Zielgruppe von dem Travel Guide? Einmal Leute, die gerne in eine Stadt reisen, um dort in die Kultur einzutauchen, feiern zu gehen in der Stadt. Aber es hat mich selbst überrascht, ein Großteil der Bestellungen kam aus Berlin selbst. Okay. Also das sind Leute, die Stadt ist ja so riesig und es verändert sich ständig. Es gibt jeden Tag 5 neue Restaurants und man entdeckt einfach gerne auch seine eigene Stadt neu. Das stimmt. Hast du selber dadurch auch Lieblinge, was Restaurants betrifft, was Erfahrungen betrifft, in der Stadt gefunden? Ja, total. Standardpizza kann ich empfehlen, wer napolitanische Pizza mag, im Prenzlauer Berg. Was war noch dabei? Ja, Katerschmaus haben fast alle empfohlen. Das ist beim Kater Blau unten an der Spree, das Restaurant. Und Freya ist auch, ich glaube, ein vegetarisches Restaurant, das auch viele empfohlen. Und Cookies and Cream. Cookies and Cream wurde auch von, ich glaube, Britta Arnold und noch jemanden empfohlen. Ja. Müsste man jetzt mal schnell durchblättern, aber ich glaube, das schauen wir uns mal in Ruhe an, glaube ich. Das schauen wir uns definitiv mal in Ruhe an. Wo soll es denn jetzt nicht nur, weil wir haben jetzt ja geguckt oder du hast ja erzählt, wo soll es hingehen mit dir beziehungsweise jetzt mit den Travel Guides, aber wo geht es denn generell hin mit den Podcasts? Wie sieht die Sabine der Zukunft aus? Hast du da mal so einen kleinen Ausblick?
Ja, also auf der einen Seite wünsche ich mir, dass Tunes and Wings sozusagen der Lonely Planet für elektronische Musik wird. Also mhm. wenn Leute in eine Destination reisen, Festival reisen, Club reisen, dass sie einfach wissen, hier kriegt ihr die besten Tipps, hier könnt ihr die Reiseführer entweder digital oder in gedruckter Form finden. Das wünsche ich mir. Und ich habe mit meinem Freund und einem Freund von uns eine Firma Anfang des Jahres gegründet. Wir bieten Reisen an, und zwar genau diese Reisen, die ich schon immer für Tunes and Wings mache. Also elektronische Musik auch, ich mag das gern, dieses ganzheitliche Erleben auf allen Sinnen. Und wir bieten genau das mit Ona Sonora an. Und das okay, ist also das heißt so ein All-inclusive für Raver im Prinzip. Nur, also so ganz ein ganzheitliches Erlebnis. Wir nennen es Exclusive Travel Experiences. Und das ist wirklich nur die schönsten Locations. Wir haben so diese drei Schlagwörter: Natur, Rituale und Sound. Okay. Und so Sachen, die ich vorhin mit der Eva, mit diesem Breathwork oder Yoga in Verbindung mit Musik, oder wir haben, also das ist jetzt zum Beispiel für Ibiza, war eigentlich genau jetzt, morgen hätte es gestartet, haben wir auch abgesagt wegen Corona, aber nicht so schlimm, wir machen es einfach nächstes Jahr. Wir hatten, ich weiß nicht, Ibiza Sonica Radio, kennt ihr ja bestimmt, Igor Mariochan, der Gründer des Radios, der ist zum Beispiel auch dabei und der macht mit uns eine Inseltour. Sprich, der zeigt uns alle seine Secret Spots auf der Insel. Und es ist eben, ich habe jetzt schon ein paar Mal Ibiza fallen lassen, was ich bei Ibiza nicht mag, ist die Clubkultur an sich. Ich mag wirklich nicht diese Kommerzialisierung der elektronischen Musik, das mag ich nicht. Aber die Insel hat immer noch so einen authentischen Spirit und man findet da immer noch kleine Raves, unter den Locals, wo wirklich dieser Spirit noch gelebt wird. Und das ist für mich Ona Sonora. Würdest du sagen, dass Tunes and Wings eine deiner besten Entscheidungen im Leben waren? Yes. Also ist es wirklich so, wo du sagst, da stehe ich voll dahinter? Ja, also ich war vorher bei einer Immobilienfirma angestellt und habe da Marketing gemacht und bin deshalb weggegangen, weil ich einfach meine Passion leben wollte. Und für was bist du dann besonders dankbar im Leben? Freiheit, wirklich das ausleben zu können, meiner Passion zu folgen, reisen zu können, aktuell ja weniger, aber einfach die Möglichkeit zu haben. Ja, und irgendwie, ich finde es halt cool, anderen Menschen geile Erlebnisse geben zu können. Und dass die wirklich danach sagen, boah, geil, cool, das war so ein tolles Erlebnis, war so eine coole Reise. Ja, das ist Ich meine, du bist ja viel unterwegs gewesen, hast auch viel gesehen und jetzt auch in der jetzigen Zeit, wie schätzt du die ganze Situation ein? Was wird passieren, auch mal jetzt nicht aus Künstlersicht, sondern einfach die Frau drumherum, die alles so umfasst, sage ich mal, mit diesen ganzen Geschichten, wie würdest du die Situation einschätzen? Also meinst du jetzt, wie ich denke, dass es die nächsten Monate weitergeht? Genau, wie es weitergeht, ja. Ja, kann natürlich niemand sagen. Szenario 1, es gibt einen Impfstoff, der natürlich auch erstmal braucht, bis er der großen Masse zugänglich gemacht wird. Keine Ahnung, dann können wir vielleicht Mitte nächsten Jahres starten, weil es ist einfach mal so, dass auf Events und solchen Feiern der Virus am meisten gespreadet wird. Also das sind halt genau diese Hotspots. Ja. Wir sind, man sagt nur so schön, first one in, last one out. Wir waren die Ersten, die schließen mussten. Ja. Und wir sind die Letzten, die wieder starten können. Und so ist es leider. Keine Ahnung, Variation 2, dieses Verfahren mit den Schnelltests hat einen Erfolg und das geht irgendwie schneller voran. Whatever. Variante 3, wir müssen einfach noch mindestens ein Jahr warten. Ja. I don't know. Und wie wird sich das auf deine Arbeit auswirken, weil du ja schon sehr auch in der Szene vor allem bist und vor allem auch das Reisen, und das sind ja gerade so, ich meine, die kritischen Punkte, da steckst du mit drin. Wie wird sich das dann auf deine Arbeit auswirken jetzt noch die nächsten Monate? Ja, flexibel agieren. wie gesagt, also der Berlin-Reiseführer war ja schon die erste Idee, die ich gemorpht habe. Es war ja erst Ibiza geplant. Dann habe ich mich für Berlin entschieden, weil ja doch viele auch zu Hause dann Urlaub machen.
da einfach gucken, was braucht die Szene aktuell und was kann ich mit meiner Arbeitskraft, mit meiner Leidenschaft bieten und darauf eingehen. Okay, super. Jetzt mal eine ganz andere Frage, und zwar weg von der Musik, sondern ganz spontan heraus, wenn du eine Eissorte wärst, welche Eissorte wärst du und warum wärst du diese Eissorte? Was wäre ich? Ich glaube, ich wäre Stracciatella. Ja? Ja, nicht weil ich es besonders gerne mag, sondern weil, ich mag es schon gerne, aber es ist jetzt nicht meine Lieblingseissorte, weil ich habe so einen Spruch im Leben, Roots and Wings von Goethe. Ah. Kinder brauchen in ihrem Leben zwei Dinge, Wurzeln und Flügel. Und ich habe immer irgendwann gedacht, ich muss mich so einordnen. Ne? Ich komme vom Land versus Stadt. Es gab immer so Kontraste in meinem Leben. Und deshalb auch Tunes and Wings mit diesem Und. Mhm. Weil ich gerne Dinge verbinde und weil ich Polarität mag, aber nicht dieses, ich bin nur immer eins, sondern man ist immer alles. Mhm. Ah, ja. Und deshalb Stracciatella ist weiß und schwarz. Ist so ein bisschen, was ist das eigentlich? Milcheis und Schokolade. So, also immer beides. Ja. Mit großen oder mit kleinen Stückchen? Natürlich. Ja, dann würde ich sagen, springen wir zu den Entweder-Oder-Fragen rüber. Die haben wir immer. Wir haben immer Entweder-Oder-Fragen. Ich bin so schlecht. Wir haben immer Entweder-Oder-Fragen vorbei. Ja. Die müssen leider nicht, da müssen die Künstler durch. Und zwar ganz einfach: House oder Techno? Techno. Queen oder ABBA? ABBA. Was ist dein Lieblingssong von ABBA? Hast du einen? Der Name nicht einer, aber es gibt einen saugeilen Mix von Mimi Love, Garbage Festival 2000, I don't know, oder Fusion. Ich weiß nicht, ich schick's euch. Aber also, auf jeden Fall ist da ein ABBA-Track drin, der ist richtig geil. Nice, sehr gut. Eher Podcast oder doch ein Buch? Kommt voll drauf an, wenn ich mich jetzt entscheiden muss, Podcast. Ja. Ordentlich oder chaotisch? Ordentlich. Und am Schluss vegan oder vegetarisch? Auf mich bezogen vegetarisch? Auf dich, ja. Vegetarisch. Also bist du auch mal der Käseliebhaber oder so? Ja. Ja, okay. Sehr schön. Super. Hat denn jemand von euch noch, genau, habt ihr Fragen, noch Fragen an die liebe Dame? Nein. Nein. Alles durchgefragt, ja. Alles durchgefragt. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Noch und eine ganz kurze Sache zu diesem, zu diesem Travel Guide. Hier ist das Ding. Ich glaube, ihr könnt es euch alle mal anschauen. Und meine Frage wäre noch, stellst du dir auch in die Buchläden oder in Zeitschriftenläden oder wo? Wo kriegt man das Ding? Genau, wo kriegt man es? Aktuell auf der Webseite im Onlineshop, tunesandwings.com/shop. Ich bin aber gerade daran, das auch mit einem Verlag in Zukunft zu machen. Also falls jemand einen Verlag hat, sagt mir Bescheid. Meldet euch. Genau, weil wie gesagt, die Vision ist eben, dass es der Lonely Planet der elektronischen Musik wird. Und dazu muss es verfügbar sein. Eben, dafür braucht man einen Verlag. Also, perfekt. Verlag. Also wenn ihr einen Verlag habt. Na. Gut, an dieser vielen Dank. Vielen Dank für alles und... Danke euch für die Fragen und schön, dass ihr das Ganze hier so schnell und so cool aufgezogen habt. Ich bin gespannt, was es die nächsten Tage noch alles so gibt hier und vielen Dank für die